Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Euronogo mit Ausgabe Nummer 4. Servus Stefan zu unserer zweiten Nachtsession. Ja, hallo Markus. Spät ist es schon wieder, ja. Jo. Du bist wieder back in Austria. Ich bin back in Austria und auch schon wieder voll im Bilde und war live dabei natürlich. Das heißt, schnell aus Düsseldorf wieder hergebeamt. Ja, live dabei vom Fernseher, so ehrlich muss man sein. Ja. Aber seitdem ich wieder im Lande bin, läuft eigentlich die ganze Zeit der Fernseher und ich schaue mir mit voller Freude die EM an, muss ich sagen. Genau, gerade erst vor wenigen Minuten zu Ende gegangen, Österreich gegen Frankreich. Es gab eine knappe 0:1 Niederlage. Wie lautet dein Resümee? Ja, was haben wir uns erwartet? Also es war ein couragierter Auftritt der Österreicher. Es war ein sehr bemühter Auftritt und auch ein engagierter Auftritt der Österreicher. Also man braucht sich da gar nicht verstecken und aufgrund der Niederlage auch gar nicht ärgern. Das einzige Tor des Abends hat auch ein Österreicher geschossen. Maximilian Wöber mit einem Eigentor. Sehr unglücklich. Die Bewegung war auch unglücklich, meiner Meinung nach. Keine Chance für Patrick Benz, den Ball zu halten. Aber ja, sowas kommt vor. Das ist schon den besten Spielern passiert. Da darf man jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Und Mund abputzen und weiter geht's am Freitag gegen Polen. Zum Spiel selbst ist zu sagen, dass Österreich durch Baumgartner eine Riesenchance vergeben hat. Aber der Chancenplus, und so ehrlich muss man sein, ist schon bei Frankreich gelegen. Und Mbappé ist da schon in der ersten Halbzeit zweimal gefährlich vor das Tor gekommen. In der zweiten Halbzeit dann war er ein bisschen weg von der Spielfläche, aber wenn er am Ball war, war er immer brandgefährlich und die anderen Spieler mit Dembélé und Thuram und Kanté, also der französische Kader sucht schon seinesgleichen und da ist es gut für die Österreicher, dass man nur 1-0 verloren hat und dann ist es auch gut für die Österreicher, dass es jetzt keine Schmach war oder keine hohe Niederlage, an der man vielleicht lang zu kiefeln hat. Ich glaube, man kann auf dieser Leistung aufbauen und mit so einer ähnlichen Leistung wie heute vielleicht ein bisschen mehr Zug aufs Tor und ein bisschen mehr noch Abschlüsse suchen, wobei gegen Frankreich ist das wahrscheinlich auch leichter gesagt als getan. Dann dürfte da gegen Polen nichts schief gehen, wobei das jetzt auch sehr, sehr optimistisch ist, aber so bin ich einfach. Also ich glaube an die Mannschaft ist gut, die Mannschaft ist intakt, funktioniert und ja, das war schon ein schöner Auftritt der Österreicher, der Freude macht auf den nächsten Auftritt, sag ich mal. Wen hast du so als besten oder wer dir im österreichischen Team am besten gefallen? Wer dich überzeugt? Wer hast du gesagt, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig? Am besten gefallen hat mir Baumgartner und Leimer. Also Baumgartner mit seinen Dribblings und seiner Geschwindigkeit ist immer gefährlich. Leimer war für mich auf österreichischer Seite der Mann des Spiels. Der war hinten zu finden, der war vorne zu finden. Schnelle Sprints, gutes Gegenpressing. Hat wirklich eine super Partie abgeliefert. Wer mir weniger gefallen hat, war Porsche. Ich finde, der hat oft das Spiel ein bisschen verzögert. Und man hat auch gemerkt, dass er da nicht der Schnellste ist auf der Außenposition und teilweise, vor allem in der ersten Halbzeit, so ein bisschen verloren dagestanden ist. Hat aber in der Verteidigungsbewegung sehr gut gespielt und offensiv waren seine Passes manchmal zu einfach zu lesen beziehungsweise auch zu unpräzise. Der hat mir da am wenigsten gefallen. Sonst war es, glaube ich, von allen eine durchwegs gute Leistung. Die wechseln dann in der zweiten Halbzeit. Da ist Wimmer reingekommen, Arnautović reingekommen und Dritter ist auch reingekommen. Ich habe es gerade nicht offen von mir. Genau. Trauner, genau, der Verteidiger Trauner ist reingekommen. Vor allem Wimmer hat sehr viel Schwung auf die rechte Seite gebracht. Der hat da wirklich gut gespielt, ist einmal auch noch in letzter Sekunde oder in letzter Minute, weil es schon noch ein bisschen weiter weg vom Tor war, gerettet worden von Kanté, der Ball weggespitzelt worden, sonst wäre er alleine vor dem Tormann gestanden. Arnautović hat nicht so richtig ins Spiel gefunden, was auch wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Da hast du leider recht gehabt, also Arnautović hat nicht gestartet. Ist wahrscheinlich in seiner jetzigen Verfassung und Form auch nicht bereit für die Startelf oder einer, also keiner, der, wo Ralf Rangnick denkt, der ist einer für die Startelf und kann 90 Minuten durchspielen. War jetzt auch sehr bemüht, aber ich glaube, er hat keine einzige Chance vergeben oder ist zu keiner einzigen Chance gekommen, hat ein paar Bälle angenommen und verteilt,
aber sehr bemüht, aber leider auch nichts rausgeschaut. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass Gregoritsch wesentlich mehr Durchschlagskraft gehabt hat. Hat nicht mehr Durchschlagskraft gehabt, aber Gregoritsch passt insofern besser ins System, als dass er mit der Mannschaft besser presst und anläuft und ja, die Wege kennt. Ich meine, das ist ja das, was wir letztes Mal im Vorfeld besprochen haben, dass wahrscheinlich von der Laufstärke her Gregoritsch klar besser ist und gerade gegen wahrscheinlich dominante Franzosen unserer Meinung nach eben die bessere Option darstellt für die Startelf. Bin schon mal gespannt, ob es gegen Polen ähnlich ist und bin auch gespannt, ob es gegen Polen vielleicht dann nicht doch eher Trauner statt Wöber starten könnte. Ja, Trauner ist natürlich, ich glaube, man hat ihm noch nicht 90 Minuten zugetraut. Wöber spielt Außenverteidiger oder Innenverteidiger, der kann beides spielen, hat auch meiner Meinung nach ganz gut gespielt, also gut, ich glaube in der ersten Halbzeit ist immer ein kleiner Fehler jetzt neben dem Eigentor passiert, aber sonst eigentlich relativ souverän geklärt. Und ein weiteres Problem unter Anführungszeichen war natürlich, dass relativ frühe gelbe Karten an Mwene und eben an Wöber gegeben hat. Und da ist man dann natürlich als Verteidiger im EM-Eröffnungsspiel auch etwas gehemmt dann im Zweikampf. Und vor allem beim Mwene habe ich da nach der gelben Karte so ein bisschen eine Verunsicherung gespürt oder in den weiteren Auftritt ein bisschen reininterpretiert. Der hat dann einige Minuten gebraucht, bis er sich wieder gefangen hat. Okay. Bisschen hat es mich jetzt gewundert, dass du bei Top-Spielern Patrick Penz gar nicht genannt hast. Patrick Penz hat super gehalten, hat zwei, drei Glanzparaden gehabt und war stark auf der Linie, hat aber auch die ein oder andere Flanke runter gefangen, also hat gut gespielt, aber ich fand Leimer und Baumgartner, die haben für mich herausgestochen. Also deswegen war jetzt da nicht gegen den Patrick Penz, du weißt, wie ich ihn liebe, sondern war für Baumgartner und Leimer. Okay, passt. Ja, also ich sehe es ähnlich eigentlich wie du, dass Österreich ein gutes Spiel gezeigt hat, eine gute Leistung, auch wirklich eine, auf die man aufbauen kann. Es ist halt immer die Frage, ob es wirklich 1-1 umlegbar ist, weil ja andere Gegner, die dann daherkommen, es wird mit Sicherheit großes Ding sein, ob jetzt dann, auch wenn man dann, wenn die Zeit dann fortgeschritten ist und man wahrscheinlich dann am Mittwoch mehr sagen kann, das Polenspiel vorbereitet wird, wird Lewandowski fit, wird Lewandowski nicht fit, mit Sicherheit ein großes Thema. Und dann heißt es eben für Österreich jetzt regenerieren. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich schaffen sollte, diese Leistung auf die nächsten zwei Partien umzulegen und eben dann irgendwie halt auch schafft, die, weil bis jetzt war ja oft phasenweise komplett ausgeglichen in Österreich, glaube ich, hat sich da auch zeitweise ganz gut vorne festgesetzt, aber wirklich aufs Tor. Der Franzosen ist jetzt nicht allzu viel gekommen, eben bis auf die Baumgartner-Chance, die war groß, aber ansonsten war man da in der Box, sage ich mal, relativ abgemeldet. War man relativ abgemeldet und ja, man muss halt schon sagen, man darf die französischen Spieler jetzt da auch nicht unterscheiden. Also Bastian Schweinsteiger hat das im Fernsehen relativ treffend formuliert, indem er gesagt hat, Einzelspieler hat halt Frankreich, die Einzelspieler von Frankreich sind halt eine Klasse besser als die österreichischen und da hat er vollkommen recht und das hast du dann auch gemerkt. Ich glaube, jedes Pendant zu den österreichischen Spielern ist um eine Klasse oder um eine halbe Klasse besser oder um das Äußerl besser und das hat man dann halt auch gemerkt. Mhm. Was Frankreich natürlich auch noch zugute gekommen ist, beziehungsweise Österreich auch zugute gekommen ist, ist der Spielstand in der zweiten Hälfte. Es hat 1-0 hat Frankreich geführt, die ganze zweite Hälfte. Das heißt, die Franzosen haben sich dann mit Absicht ein bisschen zurückgezogen und haben nicht mehr alles riskiert. Deswegen ist Österreich dann auch im Ballbesitz gekommen. Aber sie haben es halt schon relativ schlau gemacht. Die Franzosen haben sich dann auch hinten reingestellt, beziehungsweise so verteidigt, dass der letzte Pass der Österreicher nie angekommen ist oder nur selten angekommen ist oder die Abschlussversuche von Österreich dann gleich irgendwie ungefährlich gemacht wurden. Also da war Frankreich einfach sehr abgebrüht dann in der zweiten Hälfte und das hast du gemerkt. Ja, definitiv clever. Wir sprechen in der nächsten Folge dann noch genauer und detaillierter über Polen. Was ich jetzt nur sagen wollte, auf deine Aussage vorher, wenn man das Spiel Polen gegen Holland gesehen hat, ist es egal, ob Lewandowski spielt oder nicht. Die polnische Mannschaft scheint zu funktionieren und hat ebenfalls eine sehr engagierte Leistung, ist ebenfalls mit einer sehr engagierten Leistung ins Turnier gestartet. Also wird kein Honig schlecken.
Na, das ist definitiv, ich glaube, egal für wen und wo, wie, gibt es kein einfaches Spiel bei dieser Euro. Ein Wort oder zwei, drei Worte von dir noch zum Schiedsrichter, irgendwie wirklich Österreich-Fan war nicht. Österreich-Fan war er nicht und ich, also ich wollte das jetzt nicht so ansprechen, weil dann heißt es wieder, ich jammer die ganze Zeit und der Schiedsrichter ist jetzt da wieder meine Ausrede, wie auch bei unseren No-Go-Wien-Folgen. Aber jetzt, ja, ich kann jetzt nicht sagen ohne österreichische Brille, weil ich habe die österreichische Brille natürlich auf, ja. Aber ich finde, das war mit Abstand die schwächste Schiedsrichterleistung im Turnier bisher. Und also dass man zum Beispiel einen also nach der Baumgartner-Chance, wo der Tormann sichtlich für jeden Stadionbesucher abgewehrt hat und es gibt trotzdem Abstoß, das darf dir auf so einem Niveau nicht passieren. Die gelben Karten, ja, da hat er halt, die sind dann bei den Österreichern ziemlich locker gesessen, bei den Franzosen nicht so locker, bei den Wechsel. Wo Mbappé ausgetauscht werden hätte soll, weil er sich offensichtlich die Nase gebrochen hat. Da hat er sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, der Schiedsrichter. Also er hat ihn aber dann immerhin verwarnt. Also hat gelb gezeigt, ja. Ja, aber normalerweise, ich meine, dass die beiden französischen Spieler sind schon bereit gestanden, warum er den Wechsel nicht zulassen hat. Das verstehe ich nicht, wenn dann auch gleichzeitig Österreich gewechselt hat. Also da setze ich jetzt meine österreichische Brille ein bisschen ab. Das habe ich nicht verstanden, diese Aktion. Und dass er dann auch noch das Out, was danach, also die nächste Spielunterbrechung nicht abgewartet hat, um den Wechsel durchzuführen, sondern da weiterspielen hat lassen, das ist eine unnötige Machtdemonstration, die bei einer EM von einem Schiedsrichter nichts zu suchen hat, meiner Meinung nach. Gut, also ich habe es ähnlich gesehen, also dass es wenig souverän war vom Schiedsrichter, aber dass jetzt das nicht der Hauptgrund war, wieso Österreich verloren hat. So wie man gesagt hat, war einfach die Franzosen Oizal besser, Oizal mehr Qualität und halt irgendwie auch ein Tick cleverer noch und das hat halt den Unterschied gemacht. Genau, was man schon noch sagen muss, ist, dass die Schiedsrichterleistungen bei der EM eigentlich super funktionieren. Auch der VAR ist bis jetzt super und ich glaube sogar fehlerfrei. Also mir ist da noch nichts zu Augen und Ohren gekommen, dass da irgendwie strittige Szenen, die lange diskutiert werden sollen, auch im Spiel davor, im Belgien-Spiel zwei strittige VAR-Szenen, die relativ souverän gelöst wurden und relativ eindeutig dann auch entschieden wurden. Also eindeutig wird alles entschieden, weil Schiedsrichterentscheidungen dann Tatsachenentscheidungen sind. Aber ich finde auch diese Regelung, dass nur die Kapitäne mit den Schiedsrichtern sprechen, sehr angenehm. Und ich hoffe, dass man sich da dann auch für die Nationalligen dann auch Anleihen davon nimmt und da vielleicht einiges dann auch in die Bundesligen übernimmt. Ja, ist definitiv zu hoffen. Gut, aber übermorgen hören wir uns ja schon wieder, Markus, weil dann ist Deutschlands zweiter Auftritt schon vorbei gegen Ungarn. Ja, das ist korrekt, lieber Stefan. Es ist natürlich die Vorzeichen jetzt nach diesem ersten Spieltag. Deutschland 5:1 gegen Schottland gewonnen, die Ungarn 3:1 gegen die Schweiz verloren. Ist ganz klar, dass bei wem die Favoritenrolle liegt. Ich denke mal, es war auch schon von vorher, jetzt wäre es ähnlich gewesen, dass Deutschland hier in der Favoritenrolle eben ist. Nach diesen ersten beiden Partien wahrscheinlich noch ein wenig mehr. Nichtsdestotrotz darf man die Ungarn definitiv nicht unterschätzen. Ja, die haben eine extrem schwache erste Hälfte gegen die Schweiz abgeliefert, lagen dann eben auch schon mit 2 Toren hinten, haben dann, glaube ich, sich in der zweiten Halbzeit gesteigert, was aber auch nicht so mega schwer war nach der ersten Hälfte. Und stehen eben nach dieser Pleite jetzt schon unter Druck, gegen Deutschland irgendwie punkten zu müssen, weil ansonsten geht es eben im letzten Spiel natürlich, hat man noch die Schotten und hat da wahrscheinlich auch noch die Chance, sich dann noch zu qualifizieren. Aber ja, der Druck ist auf jeden Fall da, auch wenn der ungarische Trainer irgendwie schon relativ tief stapelt und gemeint hat, die Erwartung dämpft, indem er gesagt hat, es scheint fast ein unmögliches Unterfangen, dass wir in 4 Tagen gegen Deutschland gewinnen. Also hat er eben direkt nach dem Schweiz-Spiel gesagt. Ich denke mal, ja, dass sie gewinnen. Wird jetzt irgendwie auch bei den Wettquoten nicht allzu hoch gehandelt, aber Punktgewinn wäre ja auch nicht schlecht, denke ich mal, aus ungarischer Sicht. Und hat man zum Beispiel auch bei der letzten Euro geschafft, Deutschland da ein Unentschieden abzuringen. Gab es damals ein 2:2 bei der EM 2021. Also von daher ist es definitiv keine
Martha Wiesen und eben von den letzten drei Pflichtspielen, die jetzt sehr in kurzer oder nicht weit zurückliegen, alle drei Partien, eben im Juni 21 das 2:2 bei der EM, plus danach ist man noch zweimal in der Nations League aufeinander getroffen, haben die Ungarn in Deutschland mit 1:0 gewonnen und zu Hause ein 1:1 geholt. Also in den letzten drei Pflichtspielen gegen das DFB-Team sind die Ungarn ungeschlagen. Und hast du Angst, dass Deutschland mit einer zu breiten Brust und zu jetzt schon selbstsicher auftritt? Na, also ich glaube es nicht, dass man hier das Ding irgendwie auf die leichte Schulter nimmt und sich zu sicher ist. Ich glaube, wenn man dann wirklich mit diesem Elan reingeht, indem man auch gegen Schottland gestartet ist, versucht eben die richtig unter Druck zu setzen, dass jetzt die Ungarn nach diesem ersten Match, glaube ich, nicht die breite Brust haben, sollte irgendwo klar sein, und dass eben versucht, diese gewisse Verunsicherung und das eigene Selbstvertrauen gleich auf den Platz zu bringen und hier die Ungarn unter Druck zu setzen, könnte ein Erfolgsrezept sein und dann auch hier den 3-1 zu fahren. Also ich würde es in diese Richtung angehen und hoffe, dass es auch Julian Nagelsmann ähnlich sieht. Okay, und wie würdest du die Aufstellung angehen? Würdest du da Änderungen vornehmen zum Schottland-Spiel oder never change a winning team? Ich hätte gegen die Schotten schon, vor allem auch gegen die doch robuste schottische Verteidigung, vielleicht eher am Anfang Füllkrug gebracht, aber das Havertz da in der vorderster Front aufgestellt wurde, war gut. Sind natürlich vom Kombinationsspiel und den technischen Fähigkeiten über Füllkrug zu stellen, das ist, denke ich mal, ganz klar. Und haben natürlich dann mit Musiala, mit Wirtz, mit Gündogan und Kroos wirklich gut funktioniert und haben da ordentlich für Schwung gesorgt und, glaube ich, eben in diesem Fall besser im ganzen Passspiel, wenn man es darauf anlegt. Und nachdem das wirklich super funktioniert hat, würde ich doch stark annehmen, dass man erstmal auch wieder die gleiche Startelf auf deutscher Seite sehen wird. Bei den Ungarn wird man schauen müssen, ob es hier Veränderungen gibt. Die Bewertungen nach dem Schweiz-Match waren eigentlich relativ vernichtend. Da hat nur Peter Gulaschi eine 2 und Varga, der den Treffer für die Ungarn erzielt hat, noch eine 2,5 bekommen. Ansonsten doch relativ vernichtend, gerade in der Abwehr 5, 5 und 6. Also Kapitän, nicht Kapitän, Kapitän ist ja Szoboszlai. Aber Orban, der jetzt Abwehrchef eigentlich und auch bei Leipzig immer wieder gute Leistungen bringt, ziemlich von der Rolle. Und Szalai, ja, also der war schon bei den paar Freiburg-Spielen, die ich eigentlich gesehen habe, relativ großer Unsicherheitsfaktor. Dann Lang ist er auch dann schon in der Pause rausgenommen worden und Neuer Pietler Boller für ihn gekommen. Könnte mir vorstellen, dass vielleicht eben mit Boller, Orban und vielleicht dann trotz allem nochmal Szalai als zweite Chance begonnen wird bei den Ungarn. Und dann wird man sehen, ob die sich da besser ranstellen. Sollte doch nochmal Lang, Orban und Szalai, glaube ich, die sind dann doch etwas steif und gegen die doch wendigen und trickreichen Musiala, Wirtz und Co. könnte es dann hier das ein oder andere Problem geben. Ja, wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe für die Ungarn, nicht nur gegen Deutschland bestehen zu müssen, sondern auch in Deutschland gegen Deutschland bestehen zu müssen. Ja, wobei die auch frenetische Fans haben und hinter sich haben ja eine tolle Quali gespielt gehabt, haben ihre Gruppe gewonnen mit 18 Punkten, ungeschlagen, 5 Siege, 3 Unentschieden, Serbien damit auf Platz 2, und Serbien wird auch so ein bisschen als, oder wurde so ein bisschen als Dark Horse gehandelt, haben also hier die Serben hinter sich gelassen und ich denke mal, der Mann, der Superstar ist ganz klar Szoboszlai. Kennt man ja noch aus österreichischen Zeiten, wo er in Salzburg war dann auch eben um Leipzig und jetzt mittlerweile in Liverpool. Aber er hat irgendwie halt auch jetzt in den ersten Match schon relativ früh platt gewirkt, überspielt gewirkt. Und wenn halt so ein Denker und Lenker dann nicht wirklich fit ist oder so in Form ist, macht es natürlich das für das ganze Team doch irgendwo schwierig. Ich denke mal, nachdem er Kapitän und wirklich Leader ist, wird er auch definitiv trotzdem wieder in der Startelf stehen. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass was in diese Richtung passiert. Aber ansonsten eben könnte es die ein oder andere Veränderung geben, denke mal, gerade in der Defensive. Bei den letzten beiden
Euros, also die Ungarn jetzt zum dritten Mal in Folge für die Euro qualifiziert, nachdem er vorher, glaube ich, 44 Jahre warten musste zwischen 1972 und 2016 dann, wo man sich nicht qualifizieren konnte. Hat man es eben 2016 in Frankreich ins Achtelfinale geschafft, dann aber klar gescheitert gegen Belgien mit 0-4 und das letzte Mal ja eben als Gruppenletzter in der Gruppe mit Portugal, Frankreich und Deutschland, also was wirklich auch eine Hammergruppe war, ausgeschieden und ich denke mal, diesmal will man mindestens Platz 3 und damit noch die Chance eben als einer der besten Dritten weiterzukommen haben und nutzen. Ich sag mal, Stand jetzt wird man wahrscheinlich kalkulieren, dass man die nötigen Punkte dafür, vor allem im letzten Match gegen Schottland, holt. Ist wahrscheinlich ein berechtigter Gedankengang. Aber jetzt danke mal, dass du uns da wirklich wieder mal detailliert, auch ohne Hilfe irgendwelche Freunde eingeführt hast in das Spiel gegen Ungarn und mir auch die Ungarn ein bisschen näher gebracht hast. Ich würde sagen, wir kommen zu den Tipps, oder? Ja, von mir aus gerne. Euro-Novo-Tipps. Und im Tippspiel haben wir jetzt ja doch schon drei heute und dann 3, 6, 10 Spiele hinter uns gebracht. Also es gab schon einige Punkte abzuräumen. Auf Rang 1 ist im Moment der 1-Gewinner. 29 Punkte am Konto. Ja, nachdem Forza Viola 666 einen sensationellen Sonntag mit 15 Zählern hingelegt hat, alle drei Spiele richtig getippt. Also ich hoffe, er hat vielleicht irgendwie noch auf anderen Plattformen mit ein bisschen Einsatz auch was getippt, sonst wäre es fast ein bisschen schade. Er jetzt auf Platz 2 ebenfalls mit 27 Punkte, Common Sport Club und dann Giovanni Zimpf mit jeweils 26 und dann Norval dann noch mit 25, sowie Schmutten auch. Also ist relativ viel noch nah beisammen. Stefan, du hast 22 Punkte am Konto, warst kurzzeitig mal Zweiter, jetzt Platz 9. Also, aber nachdem... Ja, bin aber ganz zufrieden, muss ich sagen. Ja, glaube ich dir auch. Hab jetzt zwei Spiele getippt, zwei Spiele richtig getippt. Das ist schon gut. Italien und England. Und meiner einer hat 18 Punkte, also liegt 4 Punkte hinter dir und damit auch 20 Plätze hinter dir, also Rang 29. Also, aber nach oben, unten geht es ziemlich schnell. Jetzt mit diesen Punkten im Österreich-Match habe ich mich um 26 Plätze verbessert. Also es geht doch relativ schnell. Das heißt auch für euch da draußen, wenn ihr noch relativ weit hinten seid, es gibt doch so viele Spiele, so viele Punkte und es kann ganz schnell nach oben, aber auch nach unten gehen. Genau, kicktipp.at/nogo und ihr seid live dabei. Also, wie der Marco schon richtig gesagt hat, es zahlt sich aus, noch mitzumachen und einzusteigen. Genau. Und es wird ja dann auch im Juli dann mit Rapid und Austria in Sachen Tippspiel weitergehen. Das heißt, wer daran interessiert ist, darf uns gerne erhalten bleiben. Aber Stefan, jetzt wie gesagt, zu unseren Tipps und wir tippen ja hier on air immer nur die Deutschland- und Österreich-Spiele und das nächste Match, bevor wir dann am Mittwoch wieder zur Analyse vom Deutschland gegen Ungarn kommen und dann Österreich tippen, wird jetzt also Deutschland gegen Ungarn sein. Soll ich tippen oder tippst du zuerst? As you like, wenn du jetzt gerade am Wort bist, bitte, wenn dir das nichts ausmacht. Okay, ja, ich sage einfach 2-1 für Deutschland. Du sagst 2-1, das hätte ich eigentlich auch sagen wollen. Dann sage ich 3-1. Okay. Ich glaube nicht, dass es so leicht wird wie gegen die Schotten, unter Anführungszeichen leicht, weil ich meine, 5 Tore muss man auch mal schießen. Und ich denke, dass sich die Ungarn schon ein bisschen verbessert zeigen werden im Gegensatz zum ersten Spiel. Aber dass es nicht für einen Sieg reichen wird. Euro-Novo-Tipps. Ja, eben. Das zweite Match dann Schottland gegen die Schweiz. Da ist, denke ich mal, im Moment die Schweiz relativ starker oder ein relativ klarer Favorit. Aber eben, denke ich mal, die Schotten werden oder müssen sich definitiv da auch steigern. Und ja, wir werden sehen, wie es in diese Richtung noch weitergeht, Stefan. Ist auf jeden Fall schon der zweite Spieltag in der Gruppe und wird wahrscheinlich schon eine Vorentscheidung fallen. Also Deutschland könnte sich schon für den Aufstieg qualifizieren mit einem Sieg. Genau, also Deutschland und die Schweiz könnten da schon einen riesigen Schritt machen. Also wenn beide Teams gewinnen, dann wären sie schon im Achtelfinale und würden dann im letzten Spiel im direkten Duell noch ausmachen, wer sich Platz 1 sichert. Gut, Markus, das war eine schöne Sendung mit dir. Wir haben euch wieder aktuellen Stand der Dinge gebracht und
das in aller Kürze und aller Würze, aber doch sehr informativ. Ja, so schaut's aus. Eigentlich, weil es ja schon im ersten Podcast von dir hieß, jetzt singe ich schon, hätte man ja unser Theme auch nochmal irgendwie ändern können. In dieses schnellste Maus der Mexiko, habe ich irgendwie so gedacht. So schnell ist kein Podcast irgendwo. No go hier, no go do. Das in diese Richtung. Würde ich ganz gut reinpassen. Wenn beide Mannschaften aufsteigen, dann machen wir das einfach. Na dann, wunderbar. Gut, ja. Wir hoffen, ihr hattet auch wieder Freude mit uns. Die nächste Ausgabe, wie angekündigt, gibt es dann schon am Mittwoch nach dem Deutschland-Match. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Und das wollte ich auch sagen, empfehlt uns weiter, weil wir sind auf euch angewiesen und auf Mundpropaganda angewiesen. Das ist eine Liebesgeschichte, dieser Podcast, also keine Liebesgeschichte, aber wir machen es aus Liebe zum Fußball, aus Liebe zur EM, aus Liebe zu Deutschland und aus Liebe zu Österreich. Und wir verdienen kein Geld und wir investieren Geld, aber eben nicht für Werbung. Deswegen brauchen wir euch für Werbung, weil wir Geld eben in unsere Mikros und unsere Plattformen und so investieren. Genau, und die Preise für euch. Genau. Ja. Gut, neben Geld investieren wir auch noch viel Zeit. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ein paar schöne Tage eben bis Mittwoch und ciao, baba. Ciao. Euro Logo kommt mit uns auf Tour. Deutschland, Österreich rivalisieren pur. EM 2024, seid bereit. Podcast und Fußball unserer Zeit vertreibt.